Das Schöne in unserer Region, das ist, glaube ich, auch die Vielfältigkeit. Wir haben vier Jahreszeiten. Im Winter kann man perfekt Ski dann gehen. Die Übergangszeiten sind, man kann immer was machen. Im Sommer kann man perfekt klettern. Es ist zum Sportklettern für die junge Generation genügend Potenzial vorhanden. Wenn man alpin klettern will, der Chiemsee ist natürlich ein gigantisches Ziel. Jeder dort außen klettern normalerweise rundherum im Bergsport, das ist was, also sei es Mountainbiken, Skitouren gehen, Skifahren. Wir haben einfach für die ganzen Sportarten, die man quasi heute modern als Outdoor-Sport bezeichnet, die perfekte Region. Und keine weiten Wege. Also es ist jetzt nichts irgendwie so, dass man 10 Stunden gehen muss, bis man irgendwo ist oder ewig fahren, sondern man hat alles direkt vor der Haustür. Also das ist, glaube ich, so der Wunsch von ganz, ganz vielen Regionen, dass vielleicht alles unter einen Hut bringen wollen. Und wir haben es einfach. Das ist einfach die Faszination. Ich glaube, das kann jeder Laie spüren, wenn man da in die Kirchenalm reinfährt. Und man schaut einmal auf und man geht dann ein paar Schritte Richtung Wildanger bzw. Stripsenjoch. Dann ist man auf einmal schon in der Welt drin, die wirklich für uns zumindest einmal sehr faszinierend ist. Aber ich glaube, also im Großen und Ganzen würde ich vielleicht schon sagen, dass speziell auch im Kletterbereich die Leute rund um den Chiemsee, was die Leute auszeichnen, ist, dass man eigentlich untereinander gut miteinander auskommt. Dass den Neid, wie es vielleicht bei anderen gibt, dass der einfach nicht vorhanden ist oder gefühlt für mich nicht vorhanden ist. Das ist eigentlich ganz was Schönes.